Hi. Ich habe mir heute was gedacht, weil ich war heute im Wald mit dem EDC Hobo. Wie heißt er? Der Hobo-Zwerg, scheißegal. Von erfunden von Volker von Franken Trekking, vertrieben von Bushcraft Essentials. Und der kommt leider ohne Tasche daher. War nur in so einer Folie oder in so einer Tasche drin mit einem Zipverschluss, wo ich immer zu sage, das ist so Dealer-Zubehör. Und ich dachte mir, ich mache mir eine eigene Tasche. Nichts besonders Spezielles, nicht hochwertiges, aber etwas, was hält. Und dazu benutze ich, wen wundert's, Duct Tape oder auch bekannt als Panzerband, ein kleines Schneidegerät und A5 Laminierfolie. Und dann fangen wir an. Zuerst zerlege ich den Hobo-Zwerg. Das ist ein bisschen fricklich, ich gebe es zu. Und so sieht er aus, wenn man ihn zerlegt hat. Zuallererst packe ich den in Ranger Bands. Was Ranger Bands sind, wissen die meisten Bushcrafter oder Survival Freaks oder EDC-Spezialisten. Aber derjenige, der sich mit solchen Themen nicht beschäftigt, der weiß das nicht. Das ist ein Fahrradschlauch. Und der wird klein gemacht und dann als Ranger Bands verwendet. Dazu nehme ich also den Fahrradschlauch. Ich nehme ein scharfes Messer, mache einen Schnitt, mache einen Schnitt und fertig sind die Ranger Bands. Die mache ich jetzt hier um den Hobo-Zwerg, damit das alles schön zusammenhält. Jetzt nehme ich diese Laminierfolie packe ihn hier rein und gucke ich erstmal, ob der quer passt. Und das scheint er zu tun. So. Und scheinbar brauche ich dann dieses Schneidegerät nicht, sondern mir reicht mein Mora. Jetzt kommt mein Duct Tape. Kann das soll eigentlich praktisch rausholen. So. Ich lasse noch ein bisschen Luft.
hier rum. Lass ein bisschen Luft. Jetzt kommt das Ding da rein. Und der Grund, warum ich da Luft drin gelassen habe, ist, also dass ich hier Platz gelassen habe, weil ich hätte es ja auch sehr genau anpassen können. Das wollte ich ja nicht, war, weil die EDC-Box, sprich der Hobo-Zwerg und auch die Ranger-Bands ein bisschen Platz einnehmen. So. Jetzt ist das hier unten drin. Ja. Jetzt kann ich das von der Länge her anpassen. So, wie man sieht, ist das schon mal eine recht gute Tasche. Aber das reicht ja nicht. Ich wollte es ja nicht komplett aus Duct Tape machen, sondern lasse ja eigentlich nur diese Laminierfolie nur als Hülle nehmen, damit innen drin der Robotzwerg nicht verklebt mit dem Duct Tape. Mache ich hier unten rum noch mal etwas, weil meistens liegt ja das Gewicht, wenn man das hier unten trägt, hier unten auf dieser Kante, und das soll ja keine Sollbruchstelle werden. Also klebe ich das noch einmal hier rum. Züge ich das alles schön zusammen, damit sich das auch schön an die Laminierfolie schmiegt. So wie man sieht, hier kommt dann der Hobo-Zwerg raus. Man kann ihn wieder reintun. Und jetzt mache ich eben noch eine schöne Lasche. Das hier schlage ich um, um daraus so was wie einen Griff zu machen. So, also praktisch so. So circa die Hälfte von dem, was ich jetzt gerade eben geschnitten habe, kommt hier rum als Verschluss. Ja, wie man sehen kann, man kann das hier dann umklappen. Und dann wickel ich es noch einmal hier rum. Ja, hätte ich noch Fingerbreit mehr nehmen können. So.
Und fertig ist die Tasche für das für den Hobo-Zwerg. Hier ist die Lasche zum Aufmachen. Und da kommt er raus. Wieder rein. Und zu. Ja. Schnell und einfach. So wird euer Equipment auch nicht dreckig, wenn ihr mit dem wieder aus dem Wald zurückkommt. Baut's nach, wenn ihr den habt. Viel Spaß damit. Bewertung, Kommentare, Subscriber werden gerne gesehen. Schönen Tag noch. Tschüss.